Hier haben wir jetzt unsere fertigen Schränke stehen. Ich fange mal hier an bei dem Waschtischschrank. Das hier ist der große Schrank, jetzt im komplett zusammengebauten Zustand. Hier haben wir jetzt unsere weißen Korpusteile, die in die Massivholzteile reinkommen, die ihr schon gesehen habt. Die haben wir zubestellt, weil wir keine Kantenanleihmaschine haben, weil wir auf Massivholz spezialisiert sind. Und genau, ich habe jetzt hier so ein paar Vorbereitungen schon gemacht. Und zwar habe ich den Schrank mir hingelegt und die ganzen Korpusteile reingestellt, um zu schauen, ob es wirklich sehr genau passt. Habe dann hier und da nochmal einen halben Millimeter oder einen Millimeter abgesägt. Habe das alles sehr schön eingepasst. Dann haben wir auch schon die ganzen Lochreihen auf der CNC gebohrt. Und dann habe ich auch schon eine Nut für die Rückwand gesägt. An allen Korpusteilen einfach genau gleich. Die Rückwand, die liegt schon da hinten. Das ist eine 3 mm MDF Rückwand. Beidseitig weiß lackiert, sodass das komplette Innenleben einfach in weiß ist. Ich werde jetzt als nächstes die Lamellofräse wieder nehmen. Die ganzen Ecken mit Lamellos versehen und danach die Schränke verleimen. Das hier sind die Böden von den zwei Schubkästen, die in den Waschtischschrank reinkommen. Jetzt haben wir für die Wasseranschlüsse und das Abwasser hier schon mal einen Ausschnitt markiert. Die Aufgabe jetzt ist, diese Eichestreifen zu nehmen und diese Umrandung zu bauen, also Rückwand für den Schubkasten. Die Ecken, die werden auf Gehrung gefertigt, das säge ich jetzt gleich hier an der Säge. Dann wird das bloß draufgestellt, von unten festgeschraubt und dann werde ich mit einem Bündigfräser an der Eichekante entlang den Boden ausfräsen.
zone. Impact, you break it open, leaving nothing f***ing intact. Nothing behind. Hey yo, you've been hacked. It's safe, hardened, but I found it, homie, been cracked. Als nächstes baue ich jetzt die Schubkästen zusammen. Hier haben wir die Rückwände der Schubkästen. Die Herstellung davon habt ihr gesehen. Das ist jeweils halt eben der Ausschnitt für den ganzen Abfluss und ja, Wasseranschluss für das Becken. Das sind die Böden von den Schubkästen und das hier ist der Korpus. Die Schienen, die habe ich schon reingeschraubt. Die Schubkästen sind gleich hoch, deswegen gleichmäßige Einteilung. Hier oben habe ich auch schon den Ausschnitt für das Waschbecken. Der gleiche Ausschnitt ist auch in der Eicheplatte mit drin. Und ich würde jetzt als erstes würde ich die Rückwand und den Boden von dem Schubkasten zusammenschrauben, das zweimal für beide Kästen. Und dann kommen die Schubkastenseiten dran. Die sind auch in weiß. Rechts und links jeweils eine Seite. Dann gibt es noch kleine Frontbefestiger, die ich an den Schubkastenfront dran schraube. Das wird dann alles zusammengeklickt, zusammengeschraubt und kann im Korpus eingebaut werden. Um den Ausschnitt in den Boden herzustellen, schraube ich jetzt die Rückwand auf den Boden drauf. Dann werde ich das grob mit der Stichsäge aussägen und dann einfach mit einem Bündigfräser in der Oberfräse oder in der Stabfräse einmal hier lang fräsen und dann ist der Boden fertig. Hier haben wir jetzt unsere fertigen Schränke stehen. Ich fange mal hier an bei dem Waschtischschrank. Wie ihr gesehen habt, die zwei Schubkästen mit dem Ausschnitt für Abwasser und Wasser, Ausschnitt fürs Waschbecken, diese schöne Rundung, der Überhang, wo die Waschmaschine dann drunter steht. Hier unten sieht man dann, wie die große 500 mm Radiusrundung leicht verschwindet unter dem Schrank. Das hier ist der große Schrank, jetzt im komplett zusammengebauten Zustand. Hier halt eben mit dieser Aussparung, wo dann die Badezimmertür mit der Türklinke halt reinschlägt. Einlegeböden haben wir jetzt noch nicht reingelegt, aber wir haben hier eine durchgehende Lochreihe, wo wir dann die einzelnen Böden reinlegen können. Türen auch mit Dämpfung, sodass sie ganz sachte schließen. Dann haben wir auch überall die eingefrästen Griffmulden. Das war's.
Hiermit ist unser erstes Projekt auf YouTube abgeschlossen und wir sind begeistert über alle bisherigen Reaktionen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns ein Like und abonniere unseren Kanal. Für mehr coole Projekte und Fotos vom eingebauten Zustand findest du uns auch auf Instagram oder besuch unsere Homepage. Die Links sind in der Beschreibung. Vielen Dank für alle bisherigen Likes und Abos. Wir arbeiten schon an weiteren coolen Projekten, auf die ihr euch freuen könnt. Wir freuen uns über Ideen und Vorschläge in den Kommentaren. Danke, bis bald.